Hallo und herzlich willkommen Assassin's Creed Freunde. Ja, es geht endlich auch hier weiter. Ich habe es ja schon mit dem Hitman Let's Play erwähnt, warum es nicht weiterging. Auf Facebook habe ich das erwähnt und auf Twitter. Aber falls du das noch nicht mitgekriegt hast und nur Assassin's Creed guckst und die anderen Projekte nicht so, deswegen werde ich es hier nochmal erklären. Ja, ich habe ja eine kleine Pause gebraucht. Ich hatte eine private Krise, aber das ist alles jetzt passé und jetzt ist eigentlich nur noch Umzug. Ich werde nämlich eine eigene Wohnung ziehen und ja, da kann es halt sein, dass es dann wieder mal eine klitzekleine Pause geben kann. Währenddessen, wenn man dann Wohnung sucht und so weiter und so fort, ihr kennt ja wahrscheinlich die Probleme. Aber dato soll das erstmal alles gesagt sein. Ihr wisst jetzt erstmal Bescheid und ja, dann lasst uns einfach mal starten. Und Freunde, fragt mich nicht. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Auf jeden Fall habe ich mir das letzte Video nochmal angeguckt, weil ich bin hier gespawnt. Ich dachte, lädst du den Spielstand, dann wirst du dich wahrscheinlich alleine erinnern. Dann stand ich halt hier und jetzt blinkt das Symbol und ich denke mal, ich habe diese Quests ja auch noch nicht gemacht. Also die drei Nachforschungen, die benötigt werden, um das Attentat auszuführen, habe ich ja noch nicht gemacht. Und dann habe ich mir mein altes Video angemacht und da saßen wir auf einer Bank und da sollte ich eigentlich jetzt einen Priester retten wollen. Aber der Vergangenheitskonker, ich weiß es nicht, ist egal. Dann gehen wir jetzt mal hier rein und gucken, was passiert. Friede sei mit dir, Malik. Wenn er doch nur auch mit dieser Stadt wäre. Womit belästigt ihr mich heute? Al-Mualam hat Majdadin dem Tode geweiht. Was könnt ihr mir über ihn sagen? Salah al-Dins Abwesenheit hat die Stadt ohne rechten Führer hinterlassen. Und Majid ad-Din hat sich selbst auserkoren, diese Lücke zu füllen. Durch Angst und Einschüchterung bekommt er, was er will. Er hat kein wirkliches Anrecht auf diese Position. Das wird heute enden. Ihr urteilt vorschnell. Es ist kein gewöhnlicher Sklaventreiber, über den wir reden. Er beherrscht Jerusalem und wird schwer bewacht. Ich schlage vor, ihr plant euren Angriff sorgfältig. Lernt eure Beute erst kennen. Mit eurer Hilfe werde ich das. Wo sollte ich mit der Suche beginnen? Was ist geschehen? Ihr bittet mich um meine Hilfe, anstatt sie einzufordern? Ich bin beeindruckt. So sprecht denn. Wie ihr wünscht. So würde ich es machen. Zuerst sucht im Südwesten, nahe der Moschee. Danach wendet euch weiter gen Süden. Dort sind zwei Orte, die euch interessieren sollten. Die südliche Kirche ist der eine. Ein weiterer liegt in den Straßen bei einer Synagoge. Danke für euren Rat. Verderbt es nicht, Altair. Na denn, wir kriegen keine Feder. Das heißt, wir müssen also auf und die drei Quests machen, um die Hinweise zu sammeln. Na denn, das heißt, wir müssen einen Aussichtsturm aktivieren. Ach ja, das gute alte Assassin's Creed. Wie habe ich mich doch drauf gefreut. Gute Leute, eure Suche ist am Ende. Ich biete alles, aber ich freue mich so umso mehr auf die anderen Teile. Das wird so episch. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um unsere Quest. Wollen wir unseren Bruder nicht enttäuschen? Und bis jetzt benimmt sich ja, Alter, ihr entsprechend noch koscher. Ah ne, koscher war was Schlechtes, ne? Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Ich weiß es nicht. Sag du es mir, was mich zu diesem Verhalten treibt. Frühsport. Ach, hier kann ich schon Synchro. Sehr schön. Ups, aua. Er wird sie verletzen. Karte aktualisiert. Tja. Nichts Brauchbares, dann werde ich doch einfach mal in diesen Bezirk hier irgendwo gehen. Was passiert, werde ich ihm nicht helfen. Oh, ich habe jemanden umgerannt. Tut mir so sehr leid. So, jetzt gibt es gleich Ärger mit den Wachen. Moin. Actionsicht. Kommt und fangt mich, Freunde. Catch me if you can. Kurze Pause. Durchatmen. Da rennen sie.
Wir sind hier fertig. Er ist einfach weg. Verschwunden. Ja, wie aus... Was hat's? Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ja, ja, komm. Dich mach ich fertig. Du bist ein richtiger Templer hier. Zack. Verloren, Freund. Ja, jetzt kommen sie alle. Okay, dann kämpfen wir doch. Um mal wieder ein bisschen reinzukommen. Meine Klinge hat ja schon lange kein Blut mehr gesehen. Na kommt. Ein Konter für jeden. Ja, sehr schön. Finger weg. Aua, aua, das war nicht schlecht. Hinterhältiger Schweinehund. Finger weg, habe ich gesagt. So, weg hier, bevor die nächsten kommen. Das war nur eine kleine erfrischende Kampfeinlage. Hier könnten wir jetzt noch einen Bürger retten, aber dann würde ich wieder kämpfen. Das brauche ich nicht. Irgendwann reicht's auch, oder? Ja. So. Hier Optimus Prime, ne? Warum würde jemand so etwas tun? Gegen Süden zieht der englische König mit seinem Heer von Ungläubigen. Und hinterlässt eine Spur des Schreckens. Das kostet mich den Kampf. Das wird nicht gut. Ach Mann. Bin ich ja gerade durchgeglitscht? Alter Ehe, du hast ja neue Fähigkeiten. Von denen ich gar nichts wusste. Ach komm schon. Und ciao Bella. Ein richtiger Templer. Überraschung. Ach, gib doch endlich auf. Ihr habt doch sowieso keinen Zenit gegen mich. Hallo Jungs. Von eins Fettnäpfchen ins andere. Dann geht's wieder raus. Okay, kämpfen wir erneut. Warum nicht? Komm. Das hat wohl noch nicht gereicht. Sein Mörder. Die Wache kämpft doch hier gerade. Das beschäftigt die Wache. Die wird wohl nicht kommen. Ungläubiger, ich werde euch in den Schranken weisen. Der Herr kommt doch in den Er ist gerade nicht ganz auf seiner Fassung. Ach komm, Ruhe. Au, zweimal auf einmal. Einmal auf zweimal oder so in der Art. Kommt schon. Ich habe für jeden noch was dabei. Wir können doch mal die Klinge wechseln. Wie wär's damit? Wenn er das denn zulässt. Ach so, da ist die Klinge, die ich haben will. Das sieht doch schon gleich ganz anders aus. Schnelle, geschwinde Klinge. Zack, da fliegt das erste Messer. Zack, das zweite. Das dritte. Aber gekontert. Jawohl. Nicht schlecht. Aber nicht gut genug.
Finger weg. Das überlebt, krass. Krasser Typ. Schönen Fuß noch da ins Gesicht. So. Und weg. Oh, das darf nicht wahr. Oh, Leute. Ach, nur noch einer? Okay. Zwei sind's. Es wird sich wie immer noch jemand verletzen. So, schnell weg, bevor er doch die Wache holt. So, gut. Nein, ich habe kein Geld. Ich habe nichts. Kein Geld, keine Zeit. Ich weiß nicht, wo ich bin. Und es ist zu viel Blut geflossen. Wir haben zu viel gekämpft. So, jetzt gehe ich natürlich erstmal auf die Dächer und verschaffe mir einen Überblick. Da ist auch schon das, was ich gesucht habe. Ein Aussichtspunkt. Quatsch nicht. Puh, ich hoffe, der deckt jetzt die drei Missionen, auf die ich brauche. Oh Mann. Ja, zwei Missionen haben wir schon. Super, und das ist auch ganz dicht in der Nähe. Oh Mann. Wie weit muss ich von denen denn weg, dass ich... Ich möchte die belauschen. Muss ich mich da tatsächlich auf die Bank setzen? Okay. Es tut mir leid, Ahmad. Sie kamen ohne Vorwarnung. Mein Sohn? Sie haben meinen Sohn? Was wird mit ihm geschehen? Wir taten, was wir konnten. Was wird mit ihm geschehen? Er wird hingerichtet. Heute. Nein, das erlaube ich nicht. Aber was können wir tun? Majdadin nimmt keine Gnadengesuche entgegen. Mit Gottes Willen lässt sich nicht feilschen. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist Wahnsinn. Ich werde selbst zu ihm gehen. Wo ist er? Er wird der Hinrichtung beiwohnen, sie sogar durchführen. Er genießt solche Schauspiele. Ein wahrlich böser Mann. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay. Er ist also bei der Hinrichtung dabei. Mein Ziel. Oh, ich würde ihn am liebsten, ne? Ah, ich darf nicht. Dann geht's nämlich gleich wieder los. Dann haben wir die ganzen Wachen wieder an Hals und dann... Brauche ich nicht. So. Dann haben wir einen Taschendiebstahl. Ich könnte jetzt auch einmal die Markierung entfernen. Ich wollte die Markierung entfernen. So, danke. Was wollt ihr? Ein Platz. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute. Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Majdadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahaddins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Sch, wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt, gehen wir an die Arbeit.
Ja, das wäre natürlich doof. Hingerichtet auf dem Gerüst, was man selbst erbaut. Das ist so, als wenn man seine eigene Henkersmahlzeit kochen darf, aber nicht essen oder so in der Art. Braucht ihr etwas? Schön geklaut vor den Augen der Wachen. Also wenn das nicht mal purer Skill ist. Also die Folge hat ja, ich sag mal, verrückt angefangen. Also das war nicht skillig, also auch nicht stealth-mäßig oder so. Aber schade, ich glaube in diesem Spiel, also man kann einen gewissen Grad an Stealth darlegen, ja. Aber nicht so wie in den anderen Assassin's Creed Teilen oder Spielen. Aber das wird sich dann ja später herausstellen, wenn ich das dann wirklich mache. So, die letzte Mission und dann machen wir unser Attentat und dann habe ich, denke ich mal, einen schönen vollen Part. Wieder ein Taschendiebstahl, sehr schön. Sagt wer, ich habe einen erwünscht, ich habe einen Rooftop. Da Bedarfsschein. So. So, sag nichts, dass ich dich erwünscht bin. So eine glatte Lüge, Junge. Mach dich nicht unbeliebt. Zu weit weg. Ihr ließet mich rufen, um mich zu sprechen. Mashdadin plant eine weitere Hinrichtung. Wir müssen dafür sorgen, dass alles glatt geht. Es ist meine Pflicht zu dienen. Bring das Dokument, das ich dir gab, zu deinem Meister. So weiß er jederzeit, wo meine Männer sind. Und eile dich. Wir können uns keine Verzögerungen erlauben. So wird es geschehen. Ihr habt mein Wort. Gibt es noch etwas? Wir haben Grund zu der Annahme, dass sie in der Stadt sind. Mashdadin fürchtet um seine Sicherheit. Für wahr, ich kann es verstehen. Ein Mann in seiner Position hat viele Feinde. Eure Recken werden ihn schon schützen. So Gott will. Nicht vor mir. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Hinfort mit euch. Ich will mich doch hin auf die Bank setzen und sei doch nicht so aggressiv. Schön in der Menge. Zack. So, wir können zurück. Und ich sehe. Na gut, es geht. Nein, keine Gabe, kein nichts, gar nichts. Ja, dir könnte ich helfen, aber ich habe genug gekämpft. Ich will jetzt hier nur noch schnell die Mission machen. Und dann führen wir das Attentat aus und dann haben wir auch einen großen Storysprung gemacht. Weil wir sind echt wirklich vorangekommen, wenn ich mir so überlege. Ich habe ja selber mal in die Parts reingeschaut, wie lange ich meistens für einige Sachen gebraucht habe. Aber es ist ja schon mal ganz praktisch, dass ich nur noch diese drei Pflichtmissionen mache. So, könnte man es ja auch nennen. Das verkürzt es. Man kriegt ja auch, glaube ich, nicht mehr Infos. Also, falls ich mich irren sollte, schreibt ihr das unbedingt gerne mal in die Kommentare. Also, warum nicht? Lasst ihr mich immer eines Besseren belehren. Solange es auch lehrreich und vernünftig geschrieben ist, ne? So, ich bin zurück. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Mashdadin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Mashdadin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich.
So, wir haben die Feder eingesackt. Wir dürfen jetzt also... Spule vor. Wir dürfen jetzt also loslegen. Angriff auf Majadi. Seine Hinrichtungsfeier, die für jemand anderes gedacht ist, wird seine Hinrichtung sein. Oder um es besser klingen zu lassen, seine Hinrichtungsfeier ist die Feier zu seiner. Nee, jetzt habe ich es vergessen. Entschuldigung. Ich hatte das gerade richtig schön, aber denn doch nicht. So, seine tapferen Recken, die ihn beschützen sollen, sind schon mal ausgeschaltet. Oder werden jetzt ausgeschaltet. Schade, dass ich kein Luftattentat machen kann. Ruhe, Ruhe. Ja, toll. Das wäre alles nicht passiert, wenn man ein Luftattentat machen könnte. Geht auch. Ihr könnt nicht fliehen. Geht doch. Schleichen kann man hier leider auch nicht. Ich laufe ja so auf ihn zu. Moin. Und das war's. Tot. So, kann ich ihn schon von hier triggern? Oder muss ich da runterspringen? Ich wollte gerade sagen, was habe ich jetzt eingesammelt? Geht's los? Ah, okay. Jetzt geht's los. Oder auch nicht. Hallo? Okay, jetzt geht's los. Verdammt. Weil mein Interface weg war. Von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Den Sumpf des Verrats und der Sünde? Ein Leben voller Angst? Niemals! Dann wollt ihr Taten sehen? Für uns! Eure Hingabe schmeichelt mir! Das Sündige muss geläutert werden! Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung! Das ist nicht gerecht! Ihr habt kein Recht, das zu tun. Wofür? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Der Herr verflucht euch alle. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Da würde ich doch mal sagen, dann halte ich die doch mal auf, was? Hure! Halt, du, Paulus!
Aber die Sünde bleibt dieselbe. Sie hat sich abgewendet von so, den mache ich jetzt mal kalt. So, ich bereichere dich. Ja, komm doch. Hast dein Schwert gezückt, mein Freund. Okay. Können wir nicht mal eins gegen eins kämpfen? Mann gegen Mann? So wie sich das gehört? Ich denke nicht. Ah, er kennt Al-Mualem. Na gut. Ah, verdammt. Ihr seid ein bisschen qualifizierter als die einfache Stadtwache, ja? Aber er ist wenigstens der Erste, der so richtig mutig ist. Weil die anderen sind ja immer abgedampft. Na komm. Oh, sehr schön. Den kann ich nicht greifen, ne? Doch. Ja, wir einfach nicht runterspringen. Er kommt einfach wieder hoch. Ja, meine Chance. Das ist so ein bisschen das was ich meine im Spiel. Diese einfach zu störrische Steuerung. Eure Arbeit ist nun beendet. Nein, nein, ich habe erst begonnen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht. Doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Tja, und jetzt weg hier. Wir haben unser Blut. Der Beweis. Jetzt ist sowieso die ganze Stadt hinter uns her. Und Alter, ihr will schon wieder nicht. Ja, nein. Jetzt müsste eigentlich mal, wenn ich richtig Bock drauf hätte, das einfügen. Wer warf den Stein? Wer hat ihn geworfen? Ach ja. Genau, Alter, hier. Genau so läuft man durch die Dinger. So, und jetzt, wenn du dich bewegst, können wir uns sogar verstecken. So. Das ist erledigt. Jetzt werde ich mich beeilen, dass ich das hinter mir gebracht habe. Und dann ist der Part auch schon zu Ende, Freunde. Ja, und wie gesagt, dadurch das kleine private Problem und jetzt den Umzug. So, noch wohne ich hier, aber das wird sich bald entscheiden. Ich habe noch zwei Wohnungen, die ich mir angucken werde. Und da kann dann halt, das kann von heute auf morgen gleich losgehen, dass ich dann wirklich da einziehe. Ansonsten erst ab 1.11. Und das war der letzte Standpunkt. Na toll, das Büro ist geschlossen. Aber ansonsten, falls ihr noch mal mehr wissen wollt, schreibt einfach, Quatsch. Schaut einfach bei Facebook auf meine Seite da oder auf Twitter.
Dann könnt ihr euch das nochmal genau durchlesen. Für alle, die es interessiert. So, jetzt verschwindet. Ich glaube, Malik war das, ne? Zu dem ich jetzt gehe. Ich will Malik die Fehler zeigen. Er sagt ja, ein Mann wird nicht an seinen bunten Orden, an der Rüstung erkannt, sondern an den Taten. Meine Taten waren prächtig. Sie tragen Früchte. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnis. So, auf nach Masyaf. Dann steigen wir wieder am Rang. Das Blut eines Regenten. Ja, wir nähern uns echt wirklich dem Ende. Jetzt geht's wieder aus dem Animus raus, so wie es mir scheint. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Schon fertig? Aufstehen! Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen Sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden Sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, Sie sind wichtiger, als Sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den Ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und Sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außerdem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber Sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was Sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie Sie es umsetzen, ist böse. Wirklich böse. Was versuchen Sie denn zu tun? Lucy! Ja. Miss Dillman, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen. Die Antwort auf all Ihre Fragen liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Hat denn heute jeder einen Telefontermin? Darf ja nicht wahr sein. Na gut. Wir schauen, was wir hier noch machen können. Nichts. Ich denke mal, in Ihrem Laptop brauche ich nicht gucken. Das haben wir schon gemacht. Da wird wahrscheinlich nichts Neues sein. Könnt ihr auch gar nicht. Bitte, ach so. Desmond. Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Ja, Entschuldigung. Ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Zack. Wieder abgeschlossen. Fast wie Zimmerrest, ey. Aber ich denke mal, wir müssten rauskommen. Yes. So, und jetzt dürfte ich hier rumlaufen, mir alles angucken.
weil es ist ja keiner da. Das ist wirklich was, wenn man alleine ist, wa? Man wirklich früher, ich kenne das ja von früher, wenn man dann alleine war zu Hause, dass man dann rumgeschnüffelt hat oder so. Passwort eingeben. Zugriff verweigert. Das mache ich jetzt 15 Mal, bis der PC sich ausschaltet und er muss wenig erstmal das Masterpasswort finden. Zugriff gewährt. Oh, ich weiß gar nicht, was wir hier davon gelesen haben und was nicht. Ich lasse gut sein, ich würde mich jetzt hinlegen. Das ist sowieso, glaube ich, nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, konnte man jemals hier rein? Nee. Na gut, dann würde ich sagen, ich lege mich jetzt hin, Freunde. Wir haben auch schon 36 Minuten, Alter, krass. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, danke fürs Einschalten, danke für das Verständnis dieser kleinen Pause. Und ich sage dann, bis zum nächsten Mal.